Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Als erstes mal die Auflösung der letzten Folge noch. Es war nicht meine kleine Katze, beziehungsweise die jüngere, sondern die ältere. Gut, wir hatten hier am besten Gold verkauft. Wir hatten in der letzten Folge 12 Tonnen Silber, 6 Gold und 6 Tonnen Palladium gekauft. Hatten dann hier das Gold am meisten oder am besten verkaufen können vom Profit her. Und wir nehmen jetzt, was war... Genau, den Evakuierungsschutz würde ich jetzt mal komplett mitnehmen, weil 24 Tonnen, das kostet ja auch nicht so viel. Den laden wir uns mal voll und starten direkt. Kaufen uns nochmal Gold, müssen wir wieder zurück. Ein Sprung reicht, genau. Und hier ist die Station ja relativ nah dran. Wir können ja mal versuchen, wenn wir das Gold gekauft haben, hier im System... Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass wir hier im Open fliegen, dass ich wenigstens aufs Radar unten gucke, dass hier keine anderen Commander unterwegs sind, wenn ich mal rausbooste oder so. Nicht, dass ich da aus Versehen jemanden mal erwische. Hier mache ich auch immer gerne, so relativ nah an den Dingern vorbeifliegen, wenn es sich anbietet. Genau, schauen wir dann einfach mal, ob es sich, oder ob wir dann hier auf der, na komm. Na komm, auf der Planetarenbasis hier unten. Hier auf Patrick Terminal. Dort die Sachen nachher mal verkaufen. Können wir eigentlich mal probieren. Vielleicht gibt es da nochmal ein bisschen mehr Geld. Könnte gut möglich sein. Und eventuell hätten die sogar nochmal bessere Sachen oder Waren, die wir dann zurück hier in CW Ursae Majoris verkaufen können. So, wir hatten dann mit dem Verkauf der 24 Waren der letzten Folge, waren das um die, ich glaube, 7.000 oder 28.000 Credits Gewinn. Das ist nicht schlecht. Das heißt, 10 mal fliegen, also um die 300.000. Das geht schon, das ist okay. Na, wir haben jetzt, guck mal, ziemlich genau 300.000 abzüglich der 24 Evakuierungsschutzwaren, die wir da eingesammelt haben. Eingesammelt. Können wir dann ja später auch nochmal machen. Können wir vielleicht mal machen, wenn wir den T6-Transporter haben. Das war... genau. Das ist die Idee. Geil. Wenn wir den T6-Transporter haben, und ich hatte in der letzten Folge davon gesprochen, dass wir da mal schauen müssen, dass wir dann halt auch den Frachtraum vollkriegen, noch genügend Geld dafür übrig haben, dass wir einfach den kaufen... Natürlich dann auch Geld für die Versicherungssumme haben, aber dann wieder mal mit einem Buggy eine Runde drehen und dann die 104 Tonnen mit Sachen vollknallen, die wir auf einer Planetenoberfläche gefunden haben. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann irgendwann, tja, der T7-Transporter, 20 Millionen ungefähr. Müsst ihr nochmal schauen, was der mit Mining-Ausrüstung kostet, dass wir dann mit dem auch mal ein bisschen Bergbau machen können. Gut, könnte jetzt natürlich sein, wenn ich jetzt hier nur Gold kaufe, dass es auf der Bodenstation dann wieder anders aussieht und dort vielleicht gar nicht das Gold am meisten Profit bringt, sondern Palladium oder Silber. Ich mache es jetzt so, ich kaufe jetzt 22 Tonnen Gold, eine Tonne Silber, eine Tonne Palladium. Bloß um das nochmal abzuklären. Aber erstmal gucken, was hier der Evakuierungsschutz bringt. Also der müsste theoretisch, also noch niedriger im Preis kann er nicht sein. Hier gibt es groß keine anderen Stationen in dem System. Also ein bisschen, also Profit müssten wir auf alle Fälle machen. Auch wenn es bloß ein Credit pro Tonne ist. Besser als gar nichts. Aber ich denke mal, da kriegen wir einen ganz guten Preis für. Vielleicht sind es ja 200, 300 Credits pro Tonne. Oh, hier unter uns öffnet sich was. Oder landet jemand. Ups. Huch! Nanu. Wieder ein Tower abgesäbelt. Oh ne, ich geh kaputt. Verlust 70. Wollt ihr mich eigentlich ein bisschen veräppeln? Ihr habt hier von nichts auf Lager und... Oh, ich verkaufe den Mist trotzdem. Machen wir halt Verlust. Toll, von 400 Credits. Das kann doch nicht wahr sein. Die haben das gar nicht im Angebot.
Schade, gut. 22 Tonnen Gold kosten schon 200.000. So, warte mal. Palladium. Zack, eine Tonne. Und Silber. Manchmal ist es ja auch. Ich glaube, Beryllium. Pass mal auf. Das macht jetzt nicht. Ich verkaufe nochmal 2 Tonnen Gold. Guck mir nochmal. Halt. Jetzt ist es nicht auf Beryllium jetzt. Ich kaufe nochmal eine Tonne Beryllium. Indium kommt auch manchmal ganz gut weg. Pass mal auf, ich kaufe mal noch eine Tonne Indium. So, gut. Da hätten wir 20 Tonnen Gold, eine Tonne Indium, eine Tonne Beryllium, eine Tonne Palladium und eine Tonne Silber. So, und jetzt fliegen wir dann einfach mal zur Bodenstation. Oh Gott. Übersicht AD. So, was haben wir denn da? 0,4G. Das ist OG. Gut. Und ab dafür. Also, gut. Das kann doch nicht wahr sein mit dem Evakuierungsschutz, ey, ohne Mist. Wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich noch so vollgepackt? 97.000. Da wird wieder gemeckert. Ja. Nein. Doch. Oh. Jetzt kriege ich Anschluss, weil ich. Ja, tut mir leid. Weil ich sie vorhin eingesperrt habe in der Küche. Das können. Gibt's. Ja, tut mir leid. Das kommt nicht wieder vor, Alissa. Dann schauen wir doch mal oder riskieren wir mal einen kleinen Blick in die Statistiken. Wie sieht es denn eigentlich aus? Handel. So, gehandelt waren 515 schon. Wahnsinn, das ist immer noch weniger, als wenn ich mit einer vollen Cutter losfliege. Aber 507.000 schon durch Handelseinnahmen. Durchschnittliche Einnahmen 7.800. Ach Gottchen, das wird sich auch noch drastisch erhöhen. Was qualmt denn da so rechts? Rechts qualmt doch was hinter der UI, oder? Ich kann die gerade nicht ausblenden, ich habe gerade die Taste nicht vergeben. Na gut. Nenu. Ja, Spielzeit locker über 9 Stunden mittlerweile. Genau, was wir auch nochmal probieren können, eventuell nochmal ein paar Rare Goods handeln, aber mit der geringen Sprungreichweite macht das noch nicht so viel Sinn. Würde ich dann auch später mal mit einem anderen Transporter eher machen. Okay, na dann, los geht's. Schauen wir doch mal, was wir hier, wo wir da hin müssen. Wahrscheinlich wieder auf die Schattenseite.
Obwohl. Na doch, ich glaube. Ja. Da fühlt sich jemand ungerecht behandelt. Ne? Die antwortet tatsächlich, ne? Wenn man so mit ihr spricht, dann gibt die ihre Reaktion in verschiedenen Mauts-Stimmlagen wieder. Pass mal auf. Na du? Landeanflug auf Patrick Terminal beginnt gleich. Erstmal noch Richtung Planet runter. 0,4 G, ne? Geht noch. Beim Landen kein so großes Problem. Bin echt gespannt auf die neuen Planetenoberflächen nächstes Jahr. Es sind ja zwei Veränderungen angekündigt. Einmal mehr Vielfalt und ja, mehr Realismus von der Farbgebung her, was ja schon echt toll aussah. Und zumindest Konzeptbilder gab es da ja auch schon mal zu sehen, dass tatsächlich die Oberfläche an sich von der Struktur her nochmal andersartig aufgebaut sein können oder mehr Abwechslung bieten. So rum. Das finde ich immer toll. Hier in der Außenansicht mit diesem blauen Schein so ringsrum sieht wenigstens ein bisschen so aus wie so eine kleine, wenn man so in die Erdatmosphäre eindringt, ne? Er sieht schon toll aus. Ist wirklich geil. Von der Grafik her kann man echt nicht meckern und vor allem von der Performance her nach wie vor absolut fantastisch. Hätte ich damals überhaupt nicht gedacht, als dann die Planetenlandungen dazu kamen, dass das so gut und so ja, Performance schonend funktioniert tatsächlich. Und ich finde es auch eine super Lösung mit dem Gleitflug. Der dient zwar trotzdem als Ladezeit, aber trotzdem, das, ja, ich meine, in der Zeit, in der man dann Richtung Planeten runterfliegt, macht man sowieso nichts. Von daher ist das gar nicht so schlimm. Okay, Landeplatz 4, jawohl. Wunderbar. Patrick Terminal, offenbare mir deine Warenangebote bzw. deine Preise. Wo geht's denn los? Hier, Beryllium 1400. Na, guck mal an. Na, guck mal an. Also Beryllium 1400. Gold ist weniger, da sehe ich schon. Selbst Indium ist 1350. 1073 fürs Palladium und für Silber 1257 und Gold sind es 1325. Also Beryllium hier deutlich besser sogar nochmal, ne? 333.000. Beryllium bringt hier am meisten. Oh, das ist super. Die haben ja sogar Vorläuferzellen. Die dürften wir theoretisch dort sehr gut verkaufen können. Pass mal auf, die nehme ich jetzt mal komplett mit. Wenn das jetzt gelingt, dann wäre das erstmal die nächste Handelsroute. Vorläuferzellen, da überlege ich jetzt gar nicht lange. Das hatte ich schon mal erwähnt, ne? So Vorläuferzellen und Metalle hin und her fliegen, das lohnt sich immer. Sehr schön. Gut, das Problem ist jetzt, wir müssen so ein bisschen halb um den Planeten drumherum. Kann sich dann allerdings schon von Flug zu Flug immer wieder ändern, weil der Planet sich ja bewegt und eventuell sogar rotiert. Weiß ich jetzt nicht, ob der sich rotiert. Aber das muss ja nicht bei jedem Anflug so sein. So, los geht's. Halt, doch wieder ein bisschen drehen. Okay, das wäre wirklich nicht schlecht. Also wenn wir jetzt noch die... Wir haben die jetzt für 6.600
600 so gekauft, 6700 Vollläuferzellen können dann in den Systemen schon locker für vielleicht 7300, 7400, 500 höchstens verkauft werden. Das wäre echt geil. Oder wir haben wieder Pech wie mit dem Evakuierungsschutz. Das war natürlich nicht so profitabel. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Ich habe da nicht mal im Warenmarkt geschaut, ob das System das braucht. Wobei mir auch bei dem Evakuierungsschutz laut Warenmarkt gesagt wurde, das wird dort auf alle Fälle gebraucht. Nimm es ruhig mit, pack dir den Laderaum voll damit. Letztendlich kannten die das noch nicht mal. Ist direkt wieder aus dem Warenmarkt verschwunden, nachdem ich es dort verkauft hatte. Na gut, mit den Vorläuferzellen sollte das aber eigentlich klar gehen. Aber bisher, ne? Keine Probleme gehabt im Open. Überhaupt nicht. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind zwar schon ab und zu mal ein paar menschliche Gegner begegnet, aber bisher wollte uns noch keiner rausziehen. So, drückt die Daumen, dass die das jetzt brauchen, ey. Komm, ein kleines Erfolgserlebnis mit so einer schönen Handelsroute. Die importieren noch sowas. Das Problem ist halt... Ja, wir probieren es. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Sind zwar bloß um die 50 Credits, die wir mehr machen an Profit mit dem Beryllium, aber bei 24 Tonnen sind das trotzdem 1200 Credits und bei 10 Sprüngen schon noch ein bisschen mehr. Also Kleinvieh macht dann doch Mist, zumindest jetzt am Anfang noch, können wir jeden Credit gut gebrauchen. Und da wir die Schiffe ja nicht verkaufen, das heißt, der T6 Transporter wird so gekauft, ohne das alte Schiff in Zahlung zu geben. Die Sidewinder steht ja auch noch irgendwo rum. Die müssen wir sowieso noch umbenennen. Und zu Transalp 1 benennen. Ja, aber dafür brauchen wir später dann irgendwann erstmal, wenn es dann langsam Richtung T9 geht, irgendwann. Oh, wir kommen schön gerade drauf zu. Irgendwo ein Heimatsystem, wo wir uns niederlassen, wo man entweder im System selbst oder in einem nahen angrenzenden System sehr gut Bergbau machen kann. Das heißt, metallreiche Ringe mit sehr häufigem Vorkommen. Wie weit entfernt das im System ist, ist mir egal. Also nicht ganz egal, aber mehr als, weiß ich nicht, 100.000 Lichtsekunden soll es dann auch nicht sein. Gut, könnte sogar. Man fliegt dann ja bloß einmal hin, man ist dann dort eine ganze Weile beschäftigt. Auch hier geil, ne? Links wird noch geschweißt und geschuftet. Mensch, ey, es ist abends 20.41 Uhr, plus eine Stunde drauf in unserer Zeitzone. Jetzt ist aber bald mal Feierabend. Willkommen. Zack. Bitte, 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 bitte. Nein, damit, verdammte Scheiße. Wieder Verlust. Warum? Warum? Oh. Oh. Leck mich doch am Arsch, ey, ohne Scheiße. Mann. Das kann doch alles nicht wahr sein. Na gut, vielleicht kriege ich das Beryllium ja auch auf dem Sternhafen gut los. Das hatten wir ja gar nicht nachgeschaut, ne?
Na komm, dann fliegen wir nochmal mit dem ganzen kompletten Ladung 24 Tonnen Beryllium diesmal einfach mal in den Sternhafen so rein. Das kotzt mich jetzt aber ein bisschen an. Nichts wie weg. Verdammt. Nö, frag ruhig. Ja, achso, ich muss. Müssen eh gleich. Oh Gott, die Fratze. Müssen eh gleich eine Weile fliegen. Man müsste halt ein System finden, in dem zum Beispiel diese Vorläuferzellen gut gebraucht werden. Und die dann aber gleichzeitig halt auch die Metalle haben. So wie hier das der Sternhafen, der aber anscheinend nichts, überhaupt nichts braucht, was ich anschleppe. Ach so. Da, oh Gott, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Keine Ahnung, das muss ich ihm nachher mal schreiben, das weiß ich jetzt nicht, da müsste ich selber erstmal nachschauen. Man sieht das tatsächlich irgendwo, wer einen da genau abonniert hat, beziehungsweise halt, na, die, aber manche Leute stellen das ja auch aus, dass man das nicht sehen kann, von wem man da abonniert wurde. Man sieht da nicht jeden. Also, das liegt dann immer in den Einstellungen der anderen Leute. Wo das genau ist, müsste ich nochmal nachschauen. Aber das kann man sehen. So, wieder einmal drumherum. Wo ist denn? Da. Da unten. Tja, also erfolgreich. Naja, geht schon. Wir haben ja trotzdem ganz gut was gemacht. 66% Krämerhandelsrang. Der steigt immerhin. Vielleicht noch 5-6 Mal fliegen. Das errechnet sich ja immer anhand des Profites, den man macht. Der Handelsrang. Oder? Warte mal. Handelseinnahmen. Danach geht's. Genau, nach den Handelseinnahmen. Bei ca. 1 Milliarde ist man dann Handelselite. Plus, minus ein bisschen. Vielleicht sollten wir ihr eine Perücke gönnen. Dann wäre es vielleicht nicht mehr ganz so abscheulich. Ich überlege, ob ich nicht doch nochmal umswitche und zur Bodenstation fliege. Doch, das mache ich. Geht mir jetzt nicht darum, dass es eventuell weniger Profit geben könnte. Könnte ja auch noch ein bisschen mehr Profit geben in der orbitalen Station, sondern weil die dort auch Vorläuferzellen haben. Die würde ich gerne woanders verkaufen, wo es dann vielleicht auch Metalle gibt. Dass man hin und rück Profit macht und insgesamt dann natürlich mehr als mit der einen Route jetzt. Wenn das System CW Majoris meine Waren nicht möchte. Unfassbar. Unverschämt vor allem. Unverschämt.
Ah, ein bisschen schnell, ein bisschen langsamer. Na komm. Ich hoffe, wir sind nicht zu schnell. Nee, passt. Gerade so. Gut. Warum das noch manchmal passiert, verstehe ich auch nicht. Vorhin hatten wir es nicht. Ab und zu kommt das mal vor. Keine Ahnung. So, wo geht's hin? Wieder Landeplatz 4? Ja, da hinten. Vorhin sind wir da von der rechten Seite angekommen. Da war das Landepad direkt vor uns. Können wir fliegen mal hier an dem Gebäude vorbei. Nicht, dass ich hier wieder ein Gebäude mitnehme. Wie neulich. Da hatte ich ja auch direkt, oder habe ich mich direkt unterm Landeplatz eingeparkt. So. Ja, 1406. Und das macht insgesamt 33.700. Immerhin 362.000 haben wir dann doch schon noch, ja, guten Profit heute gemacht. Mann, Vorläuferzellen, ey, das gibt's nicht. Da, ihr fiesen Säcke, CW Urse Majoris, da steht sogar noch mal. Ich fasse es ja wohl nicht. Die brauchen nichts. Was hätten die denn noch? Schaue ich mal, wo ich die Vorläuferzellen verkaufen könnte. Das war. Hier geht's hin. Da eventuell. Gut, das wären zwei Sprünge. Das wären zwei Sprünge. Das probiere ich jetzt noch. Komm, das machen wir jetzt noch. Ich will die Dinger jetzt loswerden. Und wenn wir nämlich dort, gut, auch, da könnten wir auch Gold und so weiter kaufen. Glaube ich. Das war dann einfach. Da eine Route hätten, müssten wir halt zweimal springen, wäre ja auch überhaupt kein Problem eigentlich. Und dann hätten wir für den Hin- und Rückflug wenigstens was. Auch hier wieder erstmal über den Horizont kriegen das Ziel. Gelbe Lichter. Ah, die Milchstraße und wir haben fast denselben Winkel oder dieselbe Neigung. Reicht's? Na, noch nicht. CW Urse Majoris, ey. Das System gönnt uns echt nichts. Vielleicht sein anderer Bruder da oben, das andere Majores-System, wo wir jetzt hinfliegen. Und los.
Na, wenn wir halt eine gute Route jetzt hätten, dann müssten wir halt die nächsten Folgen nicht so viel rumgucken, wo wir was Gutes finden. Dann könnten wir uns wirklich vielleicht mit der Route, auch wenn die Stationen ein paar Lichtsekunden weiter entfernt sind vom Stern, aber dann könnten wir uns hier vielleicht bis zum T6 vorarbeiten. Also wenn wir so eine Route hätten mit Hin- und Rückflug, die jetzt so um die 40.000 Credits macht, wäre das schon echt super. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Mehr wäre natürlich immer drin. Aber es ist nicht so einfach zu finden, ohne Hilfe von außen, sprich aus dem Internet. So, und los. Ab zum Außenposten. Hier gab es bloß die beiden Gasriesen, ne, die drei. Und die beiden Außenposten, ne? Genau. Ey, wehe, die brauchen das nicht. Wobei halt die grünen Linien schon hier hochführen. Wobei, gut, die führt auch hier runter, wo sie es nicht haben wollten. Aber hier führen zwei hin. Deswegen vertraue ich dem jetzt mal. Gut, ein LHS kriegen wir die los, das stimmt. Da kriegen wir auch Leistungssteigerer los. Naja, schauen wir mal. Also ich verkaufe die jetzt hier nicht mit Verlust, dann fliege ich wieder weiter rum und gucke, wo ich die loskriege. Das schaffen wir dann zwar nicht mehr heute, aber in der nächsten Folge. Bitte, 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 bitte lass mich die Dinger jetzt gut verkaufen können. Wenn nicht, dann fliege ich hoch in das System LHS und verkaufe das dort. Dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt hier oben ein System weiter. Landeplatz 1, na, immerhin. So, komm schon, komm schon. Leistungssteigerer für 7.800? Nee. Mal auf.
das will ich jetzt, pass auf, die Dinger verkaufe ich jetzt, mir jetzt egal. 7800 die Leistungssteigerer. Beryllium kommt hier ganz gut weg. So, ich kaufe hier mal Beryllium. Die haben bloß noch 48 auf Lager. Ganz egal, das macht nichts. So, 7800 hier die Leistungssteigerer. So, pass auf, jetzt fliege ich trotzdem hier wieder zurück. GD 140. Drei Sprünge, verdammt. So, und die hatten ja auch die Leistungssteigerer hier, ne? Die wir im Nachbarsystem LHS verkauft hatten. So, wenn das jetzt eine Dreisprungroute ist zwischen denen, soll es mir auch recht sein. 7800 Leistungssteigerer, das ist echt nicht schlecht. Wenn wir jetzt für das Beryllium hier noch ein bisschen was kriegen, wäre das auch nicht, nicht zu verachten. Das ist aber auch ein Rumgegurke heute. Schon wieder deutlich länger die Folge, als ich machen wollte. Die sollen jetzt, die können von mir aus jetzt auch, dadurch, dass ich derzeit nur das hier mache, das Spiel aufnehme, können von mir aus auch länger sein. Also, war auch so angedacht. Aber nun gut, heute mal besonders lange. Irgendwann müssen wir hier mal zu Rande kommen, ne? So ein bisschen eine gute Route langsam finden. Aber kein Stress, alles in Ruhe. Darf bloß nicht vergessen, Woogie nachher zu antworten. Sonst geht er wieder zum Friseur. Und weiter. Kein Objekt gefunden? Echt nicht? Komm schon, wenigstens den Stern hier. Okay, wird mir aber nicht unten angezeigt auf dem Radar. Komisch. 7800. Ich gehe kaputt. Das ist echt eine Menge. Mal schauen, die müsste es dort im System GD 140 echt. Die gab es ja recht günstig, ne? Die hatten wir immer gut verkauft hier in LHS 2430, wo wir uns aktuell befinden. Und das nächste System. Aber wir hatten dann immer nichts weiter zum Zurückführen. Wenn das jetzt mit dem Beryllium anders wäre, wäre das eine feine Sache. Es wäre eine Dreisprungroute. Könnten wir mit Sicherheit auf eine Zweisprungroute reduzieren, wenn wir irgendwie einen besseren FSA kriegen. Oder nochmal einbauen. Wir schauen gleich nochmal, was hier für einer drin ist. Dass wir da eventuell nochmal eine Stufe höher gehen können. So, jetzt sind wir da. C. Ja. Oh, guck mal. Da kommt ein böser Pirat auf uns zu. Levi Terminal. Sind wir doch wieder da. Ja gut, das ist jetzt halt wirklich dann doch die Stelle, wo wir dann ja am besten Profit machen können. Alle Wege führen nach Levi Terminal. Der schöne Planet dort vorn. Beziehungsweise der Mond dazu, der rechte. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Warte mal, da versuche ich abzuhauen. Der scheint nicht besonders gut zu sein. Nachher akzeptiere ich das wieder und dann startest du wieder irgendwie 10 Lichtsekunden davon entfernt. Gut, jetzt sind wir zwar hinter der Station, ist aber nicht weiter schlimm.
So ein kleiner Lausbube. Echt, beim letzten Anflug auf eine Station heute definitiv. Danach ist hier Feierabend. Ich will jetzt bloß wissen, ob die Leistungssteigerer hier noch haben und für wie viel man die einkaufen kann. Und was das Beryllium bringt, wenn beides 1000 Credits plus minus 1-200, wäre das schon okay. Könnte man wirklich machen, dann das erstmal als Route fliegen. Und halt über einen Upgrade vom FSA nochmal nachdenken, dass wir da einfach zwei Sprünge vielleicht bloß brauchen und da nochmal ein bisschen schneller sind. Oder halt irgendein anderes Modul leichter machen. Immerhin klappt es heute mit den Landeanflügen sehr gut. Ist ja auch schon mal was. Okay, jetzt aber, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Beryllium, 902 Profit, okay. Leistungssteigerer, geil. Okay, 21.600, aber hier Leistungssteigerer, 6.385, 1.400 Profit plus die 900 kommen auf 2.300 ungefähr. Nice, 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 nice. Sehr gut. Gut, man könnte hier nochmal schauen, ob wir da noch was machen können, aber der Einkaufswert war in dem anderen System recht hoch, deswegen blieb mir bloß noch Beryllium, das wird wahrscheinlich dann auch am meisten bringen. Ja, gut, wunderbar, also die Leistungssteigerer hier kaufen, Vorläuferzellen sind hier auch nochmal günstiger als bei den anderen, aber auch die können halt schon mal für 7, 3, 4, 5 weggehen. Na gut. Okay, super. Pass auf, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.